Begeisterung im Winter zu reisen lässt langsam nach. Du warst gestern noch ja, oben aber auf. Wieso müssen wir jetzt das Timing haben, dass wir seit 1000 Jahren hier die kältesten Temperaturen haben? Das gab es sonst nie. Und jetzt sind wir hier und... Ja, sehr, sehr ärgerlich. Es ist super kalt. Windig, regnerisch, ungefähr das schlimmste Wetter, was man sich aussuchen kann. Man kann es echt nicht mehr schön reden. Let's face it, we only got this life to live out. So follow me, I'm ready to go. Der 2000. Kilometer ist jetzt erreicht und wir sind im Wilson's Promontory. Lebendes Wombat. Das gleiche, was wir mit dem toten Wombat damals gemacht haben. Wir werden da stehen lassen. Oh, es läuft, glaube ich, hier hoch. Und es läuft da hinten. Ui! Hallo, kleiner Freund. Man kann richtig die Platte am Hintern sehen. Ja. Die ist frei. Ja! Endlich! Auch ein lebendes Wombat. Wir haben mittlerweile bestimmt 20 Tote gesehen und jetzt endlich ein lebendes. Hihi. Sehr gut. Es ist super kalt. Windig, regnerisch, ungefähr das schlimmste Wetter, was man sich aussuchen kann. Vor allen Dingen ist ja jetzt nicht so wie in Deutschland, da würde man dann irgendwie sagen, ach mein Gott, dann mache ich es mir 2 Tage irgendwo gemütlich und dann geht's halt weiter. Aber man kann sich hier irgendwo gemütlich machen. Es gibt keine, also die kleinen Dörfchen hier haben einen General Store, wo es 3 Sachen zu kaufen gibt. Wenn du Glück hast, findest du irgendwo ein bisschen Kaffee, aber kannst dich nicht mal gemütlich hinsetzen. Es gibt nichts. Es gibt wirklich nichts. Das ist einfach anders hier als in Europa. Und das ist das Ding, weil man, sonst würde man sagen, ach, geht mal einen Tag in eine Galerie oder einen anderen Tag schwimmen oder so. Es gibt einfach nichts. Außerdem campen hier am Wilson's Prom an Powerzeit $50. Ach, ist scheiße. Aber gut, wir versuchen jetzt erstmal den Walk zu machen, ansonsten bessert sich vielleicht unsere Stimmung in den nächsten Tagen. Mal gucken. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world. Find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. Leute, könnt ihr unseren Van sehen? Da hinten ist er. Ein Glück wie gestern sind wir losgelaufen. Ne? Oh yeah. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Essen wir direkt vom Grill? Nee, Kackvögel kommen schon wieder. Wollen schon wieder klauen. Was sind das für Riesenmöwen, ey? Zwingen uns auf jeden Fall dazu, direkt vom
Anders haben wir keine Chance. Oh, direkt am Campingground, wo wir gerade ein kleines Barbecue machen, ist noch ein Wombat. So süß. Ganz viele Grüße an meinen Kumpel Dennis. Der hat sich irgendwie in Wombats verliebt und hat von Anfang an gesagt, ich soll ihm ein Wombat mitbringen. Hier, ich bringe es dir so mit. Die beiden haben wir jetzt doch hingekriegt, trotz schlechtem Wetter. Sechs Pillar Point und dann auch noch den Tidal Overlook Circuit. Wir werden noch ein paar Lookouts mitnehmen auf dem Weg nach draußen, um das Auto voll zu tanken, um dann zu unserem Campground heute zu fahren. Fahrt tanken, bevor ihr in Prom reinfahrt. Hier gibt's nichts. Hier gibt's ja nichts. Ist nichts. Hätte man dran denken können, aber gut. If you're everything that matters to me, makes me wonder. Find it hard to not give in. There you go. Tja, Powerzeit. Da hätten wir, wieso sind wir dann noch nie auf die Idee gekommen, uns so ein kleines Ding zu kaufen? Powerzeit sind meistens ein bisschen teuer. Zum Wicked-Spruch. Ah ja. Eventually you will reach your destination. Ja, irgendwann kommen wir mal an, ne? Man weiß nicht genau wann. Das Leben ist eine einzige Reise. Wir sind so weise. Es ist nicht kalt. Ist ganz kuschelig. Mal gucken, wie die Nacht wird. Der Heater hat... Das ist innerhalb von... Also, das war ein Ding, ey. Es hat sehr gut funktioniert. Man kann's... Innerhalb von einer Minute hast du war schweißtreibend hier. Wilson's Prom. Schöne Hikes, geile Aussichten. Wombats. Emus. Und die Emus noch am Ende. What? Ja. Es war so gut. Also, wenn euch der Tag gefallen hat... Komm, wir... Wo ist deine Hand? Nein, da, der Schatten. Nutz meinen Schatten. Also, der Schatten. Da abonnieren. Einmal klicken, dann bleibt ihr immer auf der, bleibt ihr immer up to date. Ansonsten sehen wir uns morgen. Mit frischer Energie. Tschüss. Ciao. Would you follow me?